Beatbox, kommt aus dem Hip-Hop, sehr stark solo-zentriert. Beatbox ist sozusagen die Hauptperson und beim Beatboxen geht es darum, elektronische Elemente nachzumachen. Das heißt Drum Machines, Scratchen, Plattenteller, Special Effects, irgendwelche Synthesizer-Geräusche. Für mich ist der Sinn Musik machen. Also ich sehe Beatboxen oder Stimme als ein Medium, um meine musikalischen Visionen auszudrücken. Das heißt, für mich ist es quasi, ich kann mich ausdrücken entweder aus dem Klavier oder durch Dirigieren oder durch Singen oder eben durch Beatboxen. Das heißt, es ist für mich ein Sprachrohr und die Stimme benutze ich als Medium, um das zu transportieren, was ich transportieren will. Wenn ich R&B transportieren will, kann ich eben eine Drum Machine programmieren oder ich kann es durch meinen Mund transportieren. Und ich wähle halt eben die Stimme, weil sie sehr direkt ist, weil es sehr organisch ist und weil es sehr menschlich ist und weil einfach ein sehr hohes Energielevel da ist. Ich will einfach leben, ja, also auf der Bühne leben. Beim Beatboxen ist halt die Hauptabsicht, ich will die Menschen bewegen, also ich will, dass sie tanzen. Beaucoup de beatbox, on fait que ça, comme on n'a pas d'instrument maintenant sur Paris. Avec les djembés, c'est chaud, avec la police et tout. Donc maintenant, on fait des... Parce qu'on en joue un peu partout où on peut, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a été assez... voilà, on nous confisquait pas mal des percussions et tout, étant que ça coûte cher et tout, tu vois. Ich bin zum Beatboxen gekommen über das Fernsehen. Also ich habe im Fernsehen vor 10 Jahren eine A Cappella-Gruppe gesehen, die mit dem Mund Techno-Musik gemacht haben. Mir erschien das völlig unbegreiflich, wie das geht, dass man mit der Stimme Techno-Musik macht oder irgendwas anderes, was nicht Chormusik ist. Und diese Methode arbeitet eben mit Buchstaben, mit Silbenkombinationen, Lauten und teilweise auch Wortfetzen. Wenn man Musiker ist, dann kann man das in einem Notensystem aufschreiben oder wenn man sich mit Notenschrift beschäftigt. So, das ist also ein Notensystem. Das hier ist der sogenannte Percussion-Schlüssel. Das ist im Prinzip einfach nur eine Art Stab. Also, es gibt die Bassdrum, die wird hier unten notiert. Bassdrum. Dann gibt es hier die Snare Drum, das ist der Sound, wird auf dieser Linie notiert, der zweiten von oben. Und ganz oben gibt es dann die Becken, alles was mit Becken und Hi-Hats zu tun hat. Und die werden werden die Notenköpfe als X oder als Xe quasi geschrieben. Und so kann man quasi, wie ein echter Schlagzeuger das machen würde, alles aufschreiben. Oder es gibt auch Beatboxer, wenn sie zum Beispiel keine Noten lesen, die sich ein Raster machen, ein viertaktiges Raster. 1, 2, 3, 4, dum, 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 und schreiben sich dann unter die Zahlen die Silben, die sie dann verwenden. Wie gesagt, gerade eben bei einer Bassdrum ein B. Hier kommt zum Beispiel eine Snare hin mit einem PF. Es ist sehr individuell, es gibt kein normiertes System. So, und das Ganze klingt dann eben. Das Beatboxen selber ist kein Gesang, weil erstens, nicht bei allen Sounds sind die Stimmbänder dabei. Also es gibt Sounds wie den hier, wo von der Stimme nichts kommt, sondern einfach nur von den Lippen und dem Vokalapparat quasi außen. Ja, und zweitens, selbst wenn die Stimme dabei ist, dann ist es einfach nicht definierbar als singbare Tonhöhe. Also das ist halt ein kurzer Ton, aber er nimmt das nicht als Singen wahr und er will auch einfach nur diesen Drum-Sound imitieren. Insofern sprechen, würde ich sagen, auf eine Art und Weise ja,
Er spricht dadurch, weil er Silben ausspricht, weil er kommuniziert. Singen nicht immer und kommunizieren auch. Ja. Do the beat, y'all, you don't stop. 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 Do the beat, y'all, don't stop. Style, human beatbox in a deep place. Yo, qui la faut-il, la moitié des jeunes se fouettent le crâne. Génération Zara, qui sont tous finis au crack. Veulent tout et tout de suite dans leur assiette. Gangster aux couches culottes, les plaies, mon pire sont devenus du shit. Et le Regina et du Skycock se prennent pour des rocks. Ne connaissent pas l'école, code ni la vie, c'est con. Veulent tous du bling bling et fuck fuck. Vont se retrouver comme perdu dans la masse en cage ou bien goumé par un gomme comme mauvais sort. L'optimisé devant la lucane, la webcam à son utilité, mais pas devenir une âme.